Recht herzlich willkommen zur 251. Folge von City Skylines. Ja, was ist hier los? Nicht genügend Wärme, okay. Das heißt, das, was wir letztens gemacht haben, war jetzt hier nicht so prickelnd, oder wie sehe ich das? Das bedeutet, wir müssen mal ganz schnell gucken, dass wir hier noch warme Gedanken uns machen, damit das hier besser wird, ne? Heizung und Hall 640 Kesselstation macht Schmutz, macht nur Lärmbelästigung. Ich würde es hier so gerne hinsetzen, ne? Geht aber nicht wegen fehlender Anbindung. Hier gibt's gar keine Straße, sehe ich gerade. Wie kriegen wir denn hier noch eine Straße hin? Na, Grünstreifen wird es wahrscheinlich sein. Ja, das ist jetzt nicht so schön. Geht das hier irgendwo? Ah, da ging's. Irgendwo war gerade das. Machen wir gerade die geschwungene Straße. Vielleicht funktioniert es dann besser. Ja. Zack, fertig. Und egal wo, egal wie, aber wir bauen es hier hin, wenn es denn passen würde. Jetzt muss das Ding so da dran, oder was? Kann das nicht gedreht werden? Das ist ein Witz, oder? Das ist ein Witz. Okay. Nochmal Straße. Nochmal abreißen. So. Nochmal diese Straße. Anschließen. Kommt so hin. Jetzt muss es gehen, oder? Ja. Passt. Jetzt muss es da einen Aufschwung geben, wenn es gleich hier angeschlossen ist, ne? Aber ich glaube, ist schon angeschlossen, oder? Ne, da ist der Punkt. So, da ist auch jetzt genug Wärme da. Wollen wir nicht drüber reden, hat sich erledigt. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Das ist die Frage. Wir hatten noch Friedhöfe und sowas gemacht und Dingens, und dann waren wir hier zum Schluss in das Industriegebiet gekommen, wo wir feststellen konnten, dass... Wieso gibt's denn hier keinen Grünstreifen dran? Ach doch, ist es so, wenn es ausgewählt ist, sieht man es nicht. Dass wir hier vielleicht irgendwo noch ein zweigeteiltes Industriegebiet, hat der MAZ gesagt, und das sollten wir mal überlegen, dass wir das vielleicht hinkriegen, dass das nicht mehr so ist. Also man sieht jetzt äußerst schlecht die Straßen, ne? Wie sieht das denn aus, wenn ich das mache? Dann sehe ich es vielleicht besser, ne? Ja. Hier könnte man anbinden, will ich aber gar nicht. Hier könnte man noch was machen, auf jeden Fall. Ich würde jetzt da durchziehen wollen. Da müsste zwar was weg, aber das ist halt so. So. Das war schon mal ein kleiner Schritt. Nein, wir wollten das hier haben. Jetzt haben wir das schon ein bisschen verbunden. Hier ist jetzt noch schwach. Beziehungsweise hier ist viel Verkehr, ne? Jetzt können die da lang, da lang. Hier unten gibt es keine Verbindung. Die müssen alle darüber fahren. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch was hin.
Vielleicht von da nach da. Würde ich jetzt mal tippen, ist der beste Weg, oder? Zack, passt. Und dann gucken wir wieder rein. Die fahren da drauf. Straße geht dann noch weiter, alles ist gut. Hier hatten wir jetzt verbunden. Das ist ja eigentlich eine Verbindungsstraße auch nach da. Vielleicht hier nochmal? Nee. Okay, die Straße, die ich jetzt hier gebaut habe, ist gleich schon voll, ne? Ja, der MAZ hat auch geschrieben, dass hier die Stoppschilder nicht nach deutschen Vorschriften sind, sondern nach amerikanischen. Und das bedeutet, wenn du an einer Stoppstraße kommst, hältst du an. Und dann warten alle vier Richtungen und dann einigt man sich drauf, wer fährt. So ist in Deutschland natürlich nicht gegeben. Da ist ja, wie gesagt, ne, zwei Seiten am Stoppstraße, zwei Seiten am Vorfahrtstraße. Und dann geht's, oder? Na, wenn es eine Viererkreuzung ist. Ich glaube, hier machen wir das auch nochmal. Da schon Straße ausgewählt? Ja, ne? Nee. Mach das mal weg hier jetzt gerade. Ja, muss so sein. Passt. Jetzt wieder dahin. Dieser Traffic hier ist natürlich jetzt von der Bahn, kommt da und sollte sich da verteilen. Und hier liegt alles brach. Jetzt müsste man mal gerade wieder gucken, wo die alle hinwollen, ne? Ja. Hier stehen sie, ne? So, jetzt nochmal das Ganze. Und nehmen jetzt mal so ein Teilstück da raus. Die Lilanen wollen alle nach da. Und nach hier natürlich auch noch. Okay, und verteilen sich dann da. Wo kommen die denn weg? Kommen hier von der Bahn, ne? Das bedeutet ja sozusagen, die müssten eigentlich hier rüber, ne? Vielleicht machen wir das auch noch. Sagt denn das? Hier ist die Monorail, da haben wir den. Ich glaube, wir fahren hier rauf, ne? Und das Ganze machen wir mit so einer Straße hier, oder was? Vierspurig, sechsspurig. Straßenzölle, ne, das machen wir jetzt nicht. Natürlich krass hier, was dann alles so ist. Vierspurige Autobahn mit Lärmschutzwand. Autobahn, dreispurig. Ja, ich glaube, wir können das mal so machen. Aber dreispurig ist vielleicht ein bisschen zu viel, oder? Autobahn in zwei Richtungen mit Lärmschutzwand. Autobahn in einer Richtung mit Lärmschutzwand. Das würde ich ja jetzt schon mal favorisieren, ne? Würde jetzt sagen, geht hier los. Nee, das ist doof. Scheren die da so aus? Ja. Und fahren dann hier hin und kommen hier an. Ich würde es jetzt ein bisschen mehr so haben wollen. Aber das ist auch schon wieder nicht so schön, ne?
So. So ist gut. Und da machen wir dann einspurig weiter zum Anschluss, oder? Geht nur so. Und schon haben wir die erste Abfahrt. Und dann müssen wir jetzt das gleiche nochmal machen. Aber andersrum, ne? Das funktioniert nicht so wirklich. Ne. Das bedeutet, wir machen den Punkt mal hier hin. Da müssen wir zu viel abreißen, das möchte ich dann doch nicht. Machen wir mal so. Und dann wieder diese. Die dann parallel hier dran snappen soll, ne? Eigentlich, aber das geht auch nicht. Ach so, hm. Geht es auch so, dass das passt? Nein, ne. Ah. Ein bisschen Ähnlichkeit hätte ich ja jetzt gerne gehabt, ne? Ich möchte nicht da dran, wisst ihr das? Ich möchte einfach nur ein Stück Autobahn so haben, dass das daneben hergeht, aber das möchte das Spiel nicht machen, ne? Komm, ist schon so gut. Jetzt müssen wir sowieso eine Etage höher. Weil wir müssen ja jetzt gucken, dass wir da hier noch rüberkommen, ne? Das reicht noch nicht mal, alles klar. Gestaltet sich dann schwierig, ne? Höher. Jetzt müssen wir dann nochmal höher. Geht das jetzt nicht höher oder was? Also es geht schon höher, ne? Aber es geht nicht darüber. Das ist ja echt doof jetzt. Ja, eigentlich gefällt mir überhaupt nicht, ne? Eigentlich sieht es doof aus. Jetzt muss ich hier so hochbauen? Nein. Okay, das funktioniert also schon mal nicht. Das bedeutet, wir reißen erstmal wieder ein Stück ab. Und gucken mal, wo wir sind. Wir sind da. Gut. Auf ein neues. Ne, die fahren ja drauf. Das war ja dann schon so, ne? Ort ist bereits belegt. Wieso ist der Ort bereits belegt? Das muss mir noch einer erklären.
Ich glaube, das wird wieder nix. Zack, 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 zack. So. Ne, den wollte ich auch haben. Haben wir, ne? Gut, da. Das sieht auch irgendwie komisch aus. Warum mag er da nicht bauen? Das verstehe ich nicht. Aha. Wegen dieser tollen Säule, die da ist, oder was? Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen dahin, ne? Aber das hat auch nicht so richtig geklappt, ne? Zack. Passt. Ist komisch angeschlossen, aber ist angeschlossen, ne? So, den hier noch. Weil die müssen jetzt hier noch runter. So passt's. Da können die drauf und da drauf. Die können da drauf, aber diese hier können jetzt nicht runter, ne? Naja. Das bedeutet, die müssen jetzt noch irgendwie darüber. Jetzt wird's dann schwer. Ah, nee, doch nicht. Wieder Säulenproblem, ne? Oder? Und jetzt da dran. Zack. Jetzt können die alle fahren, ne? Die können da runterfahren. Und die von da kommen auch rauf. Die können da runterfahren und die von... stopp mal, die können runter... Ach ja, hier hinten. Jo, passt doch, oder? Tant ist das Gebilde von Menschenhand, oder wie war das bei Edgar Allan Poe, war das, ne? Oder, ne, Theodor Fontane. Ja, selten, aber... Ne, nicht schön. Jetzt hätten wir hier eine bessere Anbindung. In dem Sinne. Die dann hier unten schon zum ersten Stau führt. Gut, dann gucken wir mal jetzt mit Verkehr. Jo, schon voll rot hier. Ja, rauffahren tut schon mal gar keiner. Runterfahren geht. Staut sich hier, staut sich da, staut sich da. Haben wir die andere Straße entlastet? Nicht wirklich dadurch. Das brachte es jetzt nicht wirklich, ne? Jetzt müsste man überlegen, wo die alle hinwollen, ne? Also wieder dieses Tool aufrufen, die Straße da anwählen und wir sehen, wo sie hinwollen. Alle irgendwie auf dieser Hauptstraße. Rechts, links und geradeaus. Links sogar am wenigsten noch wie rechts und geradeaus, glaube. Tja. Gute Frage, ne? Die kommen da alle her, wollen da alle hin. Das kommen doch ganz viele, oder wie sehe ich das? Nee, da wollte ich hin. Ja.
die fahren jetzt hier rum. Alle fahren da rechts. Hier ist eine Ampel. Ist die Frage, ob da eine Ampel jetzt gerade wichtig ist, oder? Ich glaube nicht. Machen wir ohne Ampel, dann fahren die mehr. Glaube ich. Und der Rest? Wieder mal hier rein. Interessant ist ja, dass man hier eine Stoppstraße machen kann. So für einen oder so, ne? Wieso ist denn da eine Ampel? Also da kann man eine Stoppstraße machen, aber die anderen dürfen dann fahren, ne? Das versteht jetzt so wirklich keiner dann, ne? Wenn das so ist, wie der MAZ geschrieben hat mit diesen ganzen Stoppschildern, dann macht das doch keinen Sinn, oder? Hier macht sowieso keinen Sinn. Hier müsste man eine Ampel vielleicht machen, oder? Gucken wir wieder an, wie es aussieht. Und die meisten Fahrzeuge kommen halt von da, ne? Jetzt sag nicht. Tatsächlich. Hier ist ja die Bahnlinie. Das ist ja voll doof. Dann fahren die deswegen auch nicht, ne? Eine Unterführung wäre sinnig gewesen, ne? Kriegt man die auf dem Stück hin? Das ist die Frage, ne? Straße abreißen. Und gucken, oder? Weil die stehen da viel zu oft. So, die fahren schon mal woanders lang dann, ne? Und die auch. Und jetzt gucken wir schnell, dass wir da einen Tunnel hinkriegen. So, einmal runter bitte. Geht das? Nee. Stopp da. Jetzt haben wir wieder das gleiche in Grün geschafft, ne, oder? Bringt also nichts. Aber das ist sowieso Blödsinn gewesen. Wegen falsche Straße, ne? Nochmal. Industriegebiet. Also nur Grünstreifen möglich. Runter. Ja, was wollte er jetzt machen? Ja oder nein oder doch? Also da bindet er mir das da an mit dem Bahndamm. Das will ich ja gar nicht. Ah, das ist ja voll doof. Gut, dann bauen wir das hier ein bisschen konkreter um, ne? Lass uns mal das hier so ein bisschen umgestalten. Dann ziehen da jetzt zwar ein paar weg, aber das ist halt so. Dann gucken wir mal, wie wir da drunter herkommen. Schwierig, ne? So, einmal runter. Macht er nicht. Ja, da bindet das mir an. Das will ich ja schon mal gar nicht, ne? Mach doch einfach mal einen Tunnel da auf. Okay, das wäre einer, aber wo geht die Reise hin, ey? Das ist es nicht, was mir gerade gefällt. Dann mal hier.
Dahin und ein tiefer und geht. Und fahren wir dahin. Ja, dann möchte er jetzt natürlich wieder Dingens. Wie heißt es? Ja. Und das geht wieder nicht, ne? Ist krass, oder? Kommen wir denn irgendwie hoch? Kann doch nicht sein, dass wir da nicht hochkommen, oder? Dann bedeutet das wieder ein Stück abreißen. Oh. Und dann wieder bauen. Ne, das war schon das Stück, was wir gemacht haben, ne? Kriegen wir das jetzt hier angeschlossen oder eher nicht? Geht alles nicht, ne? Das ist jetzt äußerst komisch. Ja, da ist schon okay. So kommt es auch wieder raus. Du glaubst es nicht, ne? Aber es hat funktioniert. Nur ich weiß nicht, wie der Blödsinn so sein soll, ne? So, jetzt kommen wir hier raus. So, wer fährt durch den Tunnel? Keiner, ne? Doch, da einer ist schon durch. Den nächsten. Jetzt kannst du erstmal gucken, wie der Verkehr sich hier ergibt. Auf jeden Fall haben wir jetzt keine Bremse mehr durch den Bahndamm. Dafür müssen die länger fahren, aber wird angenommen von dieser Seite auf jeden Fall. Jetzt müsste man hier noch eine Abfahrt hinzaubern, ne? Macht vielleicht Sinn, ne? Geht das irgendwie mit runter, ne? Ne? Können wir gerade drehen, so. So sieht's doch schick aus, oder? So, jetzt brauchen die dann da nicht nahe, sondern können hier lang fahren gleich. Oh, ist das krass, oder? Naja. Ein Riesenbauwerk für ganz schwierige Fälle. Durch den Tunnel fährt keiner direkt, aber sie quälen sich durch den Tunnel schon wieder raus. Von der anderen Seite kommend, ne? Ja. Stellt sich jetzt die Frage, wie weit wir da weiterkommen. Also, kurz nochmal hier verkehrstechnisch. Ne, Kreuzung, die Route war schon richtig. Aber ich wollte doch jetzt hier ein Stück Straße auswählen. So war das, genau. Na, dann geht das auch. Wo fahren die jetzt alle lang? Ja, die fahren da rein, die fahren hier rein, die fahren da lang. Und nach hier rechts fahren auch ganz viele. Jo. Sieht auf jeden Fall ein bisschen entspannter aus. Hier auf jeden Fall. Jetzt noch nicht so direkt, aber bald. Diese Abfahrt nach links wird teilweise angenommen. Ja, auf jeden Fall ist es besser geworden.
Ja, aber hier ist noch, obwohl ich glaube, es ist schon ein bisschen entspannter. Vorher standen die ja ganz weit, oder? Obwohl, hier stehen sie jetzt auch noch. Ja, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt, ne? Gut, aber ich würde sagen, für die Folge soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo habt, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und wenn ihr die Glocke anmacht, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.